Hallo YouTuber und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute das nächste Weekend League Team Review am Start. Wir starten wie immer rein mit dem Squad Builder und ich würde sagen, wir starten wir direkt mal mit dem Torhüter und da feiert jemand sein Comeback und bekommt seine zweite Chance, die er hoffentlich nutzen wird. Und ja, das kann nur einer sein, das kann nur der gute Kasper sein. Schmeichel, er ist Peter, Kasper ist sein Sohn, ich verwechsle es jetzt schon zum zweiten Mal. Egal, er bekommt seine zweite Chance. Mit Glove, wie gesagt, mir hat einer reingeschrieben auf Twitter, als ich geschrieben habe, der war kacke. Ja, spiel ihn mal mit Glove, bei mir war er gut. Hat am Anfang nicht so viel geholfen, in den letzten Weekend League Spielen, als ich ihn dann gespielt hatte, in der einen Weekend League, war er ganz okay. Wir probieren ihn jetzt mal aus, mit Glove, mal gucken, ob er okay ist oder nicht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Icon und auch der letzten Icon für dieses Team. Das ist der gute Ashley Cole, 85er, in dem Fall Baby-Variante. Ja, ich bin mal gespannt. Ich brauchte halt irgendeine Linksverteidiger-Icon, da war er einer der günstigsten spielbaren. Man hätte auch Zambrotta mitnehmen können, aber er ist nochmal einen Ticken schneller. Und ja, die restlichen Werte sehen jetzt nicht ganz so geil aus. Also man muss schon sagen, bis auf die 4 Tempo mehr, glaube ich, die er hat im Vergleich zu Zambrotta, sieht der, glaube ich, in fast allen Werten schlechter aus als Zambrotta. Auch weil Zambrotta Forster Skills und ich glaube 5-Star Weakfoot hat. Aber egal. Ich wollte mal Cole ausprobieren. Sieht, wie gesagt, halt durch das Tempo ganz okay aus. Shadow regelt noch ein bisschen die Defense-Stats. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, den auszuprobieren. Habe ich dieses Jahr noch nicht gespielt und ist ja auch eine neue Icon, von daher mal ganz cool. Auch ganz cool ist das Innenverteidiger-Duo, was wir haben, denn den einen Spieler oder beide Spieler gibt es schon relativ lange im Spiel und ich habe die noch nie gespielt zusammen. Das ist zum einen der gute Opara und zum anderen der gute Long. Opara ja im ersten Event, also im ersten richtigen Event, ich meine, Once to Watch kann man zählen, aber würde ich jetzt nicht, weil, ja, also ist auch ein Event gewesen, aber nicht so ein Special Event wie jetzt Rule Breaker, wo halt viele Spieler andere Versionen haben oder bekommen haben. Dementsprechend, ja, Opara, eine interessante Karte. Wie gesagt, ist schon lange draußen, hat trotzdem noch immer solide Stats auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie der sich spielen lassen wird. Man kann ihn halt schwer linken. Ich musste es jetzt halt in dem Fall mit zwei Icons machen, weil es gibt immer noch keinen guten MLS-Torhüter. Ich verstehe nicht, warum. Auch weil es gab jetzt schon den zweiten Badge von MLS Objectives und die haben es immer noch nicht gebacken bekommen, da einen Keeper reinzupacken oder generell irgendeinen vernünftigen Special-Karten-Keeper aus der MLS zu bringen. Und das verstehe ich halt nicht. Also, wie kann man das nicht hinbekommen? Habe ich auch noch nicht wirklich gespielt. Ich glaube, die 6 Spiele könnten in Squad-Battles sein, keine Ahnung. Sieht auch ganz solide aus, ist halt auch schon eine Weile draußen. Ist okay, 80 Tempo, einigermaßen groß, solide Defensive und Physis-Werte. Sollte erreichen jetzt in Verteidiger. Ich bin mal gespannt, wie das Duo sich spielen lassen wird. Vor allem auf Opara bin ich halt gespannt, weil, wie gesagt, der sah jetzt schon am Anfang vom Spiel relativ interessant und stark aus und seitdem habe ich ihn halt nie gezockt. Von daher mal gucken. Hier habe ich zum Glück einen kooperativen Mitspieler gefunden, der mich halt 12 Tore hat schießen lassen. Dafür braucht man ja für den guten Auro braucht man jetzt 12 Tore. Und da habe ich einen kooperativen Dude gefunden. Er hat den Sieg bekommen, ich die 12 Tore, easy going. Der sieht eigentlich gar nicht mal so krass aus, vor allem wenn man bedenkt, dass der vor nicht mal einer Woche oder so, glaube ich, rauskam. Da sind die Werte halt schon echt schlecht. Ich verstehe nicht, warum sie den nicht krasser geupgradet haben. Er ist okay, Tempo ist okay, Defending ist okay und mehr halt auch nicht. Hat halt immer noch ein bisschen Ausdauer. Forster Skills auch am Start, das ist ja auch nochmal was Positives. Das Dribbling sieht jetzt aber dafür eigentlich gar nicht so geil aus, wenn man ehrlich ist. Aber naja, gut. Also vor allem die Dribbling-Werte, wie Ballkontrolle und Dribbling, die sind halt echt... Naja... Egal, ist ein anderes Thema. Mal gucken, wie der sich spielen lassen wird. Ist am Ende nur ein Außenverteidiger, der ein bisschen rennen kann. Und vielleicht ja auch mal was nach vorne machen wird. Auf der 6er Position zumindest hier. Wir werden in-game dann nachher die 4-3-1-2 spielen. Hier auf der rechten 6er Position haben wir den guten Paulinho. Auch eine Karte, die schon lange draußen ist. Ich glaube, relativ früh hat er den Inform bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und... ja, den habe ich auch noch nie gezockt, kostet nicht viel, Forster, guter Allrounder im Mittelfeld, hoch, hat halt geile Werte, ist halt ein schöner Allrounder im Mittelfeld, ich finde ihn ganz interessant und habe den, wie gesagt, noch gar nicht gespielt. Ja, mal gucken, wie der sich spielen lassen wird. Sieht nach einer coolen Karte aus, wenn ihr mich fragt, mal gucken, wie gesagt, ist ja auch schon eine Weile draußen. Ich kann übrigens sagen, jetzt gibt es ein bisschen Brasil, deswegen heißt das Team auch Brasil Overload.
Auf der anderen Sechserposition, zumindest hier in der Formation, haben wir den guten Gia Maresch. Den habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Kam mir bei den Future Stars, obviously. Und ich habe die defensivere Variante genommen, nicht die Achter-Variante. Dementsprechend passt es hier ganz gut. Ist auch der einzige richtige Sechser, den wir haben in der Formation. Also der zentrale Sechser denn in dem Fall. Der passt halt mit den Werten perfekt hin. Und ich bin mal gespannt, weil wie gesagt, ich habe den noch gar nicht ausprobiert. Höchstens vielleicht mal in irgendwelchen Objectives, aber auch da kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Hat aber eigentlich geile Werte und vor allem für die 6er Position sieht er eigentlich relativ stark aus. Auf der zentralen 10er Position haben wir dann auch eine Karte, die schon ewig draußen ist und ich denke mal, man kann sich schon denken, wer, wenn wir da rechts Paulinho haben. Und zwar ist das der gute Anderson Talisca, Rulebreaker, der auch schon ewig draußen ist. Den habe ich vorhin am Anfang, glaube ich, öfter mal als Sub benutzt, wie man da sieht. Aber ansonsten noch nicht so häufig gespielt und ich finde, der hat immer noch jetzt nicht die allerkrassesten Werte zu dem Zeitpunkt, aber sind halt immer noch relativ starke Werte in Schuss, Pass und auch im Dribbling und so. Für einen Zehner, ich glaube, ich spiele ihn am Ende auf der 10. Mal gucken, vielleicht wechsle ich das nochmal, aber ich hatte vor, ihn auf der 10 zu spielen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz stark aus, hat gute Werte. Forster, 1,90 groß, eigentlich ein prädestinierter Stürmer. Hat jetzt auch nochmal einen guten Abschlussboost bekommen. Also von den Werten her ist er eigentlich eher ein Zehner, aber von den Attributen her, also Größe und so, eher ein Stürmer. Ich werde ihn auf der 10 spielen, mal gucken, wie er sich spielen lassen wird. Ich bin gespannt. Dann auf der linken, ja nicht im Sturm, auf der linken ZOM-Position, zumindest hier in-game, haben wir dann einen Rückkehrer und das ist der gute Rafinha. Da gibt es halt leider nicht so viele Alternativen. Ich hätte auch mal Kinyos nehmen können, Freeze. Der ist mir aber zu sehr Sechser und ich will auf den äußeren beiden Achterpositionen zwar auch Spieler haben, die defensiv was können. Ich meine, das haben wir auch mit Paulinho auf jeden Fall am Start und der hat auch Physis nochmal am Start. Aber ich will halt auch ein paar Spieler haben, die was nach vorne können. Und Marquinhos kann halt wirklich nicht viel nach vorne. Der ist wirklich auch eher Guimarães-Typ und Abräumer. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier für Rafinha entschieden als Achter. Ich fand ihn zwar echt nicht so geil, vor allem weil er halt nur 67 Ausdauer hat. Was halt für einen Achter echt wenig ist. Also boah, das könnte echt zum Problem werden, aber wir werden es sehen. Wir spielen ihn auf der äußeren 8. Ich weiß gar nicht, wo ich den damals gespielt habe, als wir den gezockt haben. Ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich auch auf so einer Position, hat leider noch kein Upgrade bekommen seitdem, das heißt, es ist immer noch die gleiche Karte. PSG hat es scheinbar in der Zeit nicht gebacken bekommen, nur halt 3 oder 4 Siege in Folge zu holen, tut weh, egal, ist dann halt so, spielen wir jetzt so und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Spielern, die sind dann keine Brasilianer mehr, sondern 2 Deutsche. Ich wollte das Team erst Brazil meets Germany nennen, aber dafür sind zu viele, also das kann man nicht, weil es zu lang ist. Wir haben zum einen den guten Thomas Müller, der jetzt vor kurzem rauskam. Ich dachte mir, komm, ich will jetzt nicht so viele Spieler kaufen. Trotzdem habe ich mir eine Icon für 300k gekauft. Egal. Ich wollte mir jetzt nicht so viele Spieler... Habe ich den eingewechselt? Ich habe den, glaube ich, gestern einmal in Rivals eingewechselt. Ist mir aber nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Ich wollte nicht so viele Coins für das Team ausgeben, weil Food Birthday kommt und man weiß nie, was sie da bringt. Vielleicht bringen sie auch Best of Team of the Weeks oder irgendwas anderes noch rein. Und viele Lightning Rounds und was weiß ich. Und dann sinkt alles. Keine Ahnung. Deswegen bin ich ein bisschen weniger Risiko gegangen und habe viel aus dem Verein genommen, was ich auch noch nicht getestet habe, halt wie Anderson zum Beispiel, Talisca oder Long oder Co. Ne? Dementsprechend hier mal Thomas Müller, der jetzt der frisch rauskam, wenn wir im Sturm spielen. Forster hat geile Werte natürlich, könnte man auch auf der 10 spielen, wenn man ehrlich ist. Hat von mir auch nochmal Engine bekommen fürs Dribbling und fürs, na gut, Pasch, wir brauchen nicht zwingend, aber ne, dafür hat er das auch nochmal bekommen und fürs Tempo. Ich gucke mal am Ende, wie ich es spielen werde. Ich hatte eigentlich Doppelsturm Müller und dann natürlich, jetzt fehlt noch einer, Serge Gnabry Freeze gedacht und dahinter dann Anderson Talisca. Wir werden es gucken, ich werde es erstmal so spielen und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Gnabry ich auch noch gar nicht wirklich gespielt, höchstens mal als Sub. Also ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht in den Reviews hier gezockt, da bin ich mir sehr sicher. Habe ich ihn mal so eine Weile gezockt? Ich weiß gar nicht, wie der auf so viele Spiele kommt. Ich meine, der ist seit Dezember draußen. Aber ich habe den nie, habe ich den so oft, doch, ich habe ihn am Anfang relativ häufig als Sub benutzt, ne? Also ich habe ihn auf jeden Fall, habe ich den schon mal eine volle Weekend League gespielt? Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, ich habe den noch keine volle Weekend League gespielt. Wird jetzt mal Zeit, ich bin gespannt, der hat eigentlich geile Werte. Auch Forster natürlich. Eigentlich auch ein geiler Stürmer. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Wie gesagt, wir werden am Ende, ich habe das jetzt hier noch gar nicht vorher eingestellt, wir werden am Ende mal wieder unsere Standardtaktiken spielen. Ich sollte vielleicht mal da wirklich was ausprobieren, weil die letzten Wochen lief es jetzt auch nicht zu krass damit, also keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt erstmal dabei belassen. Spielen 4-3-1-2, genau. Passt eigentlich so ganz gut. So, jetzt den noch dahin und dann passt es eigentlich so perfekt. Spielen wir das so in-game, hatte ich zumindest geplant. Wie gesagt, vielleicht changen wir noch Müller oder Gnabry jeweils auf die 10, mal schauen.
wie das Ganze funktionieren wird, werde ich euch dann nochmal am Ende sagen. Beim endgültigen Review, wie wir es gemacht haben. Ihr seht hier nochmal ganz kurz die Anweisungen, die ich immer gebe. So. Ja, hier eigentlich gar nichts, glaube ich. Ich glaube, hier nur zentral orientieren und zentral orientieren. Und das war's dann auch schon. Also, ich würde sagen, das war's jetzt vom Teambuilding soweit. Wir sehen uns jetzt gleich beim Review wieder. Da sind wir auch schon wieder beim Review angelangt. Und ja, ich nehme das immer ein paar Tage nach der Weekend League auf. Also, da ist eigentlich alles schon wieder passiert. In dem Fall habe ich jetzt sogar schon die Rewards danach geöffnet. Und eigentlich habe ich dann immer schon damit abgeschlossen. Und jetzt nehme ich die letzte Weekend League halt immer nochmal neu auf. Ne? Also, ich versetze mich immer wieder neu rein. Und es fuckt mich jetzt schon wieder gerade aufs Neue ab, wenn ich dran denke, wie dieses Ganze verlaufen ist. Ich muss von Anfang an sagen, also erstmal habe ich umgestellt dann noch. Ich habe der Müller auf die 10 gestellt und Talisca im Sturm gespielt. Das hat besser funktioniert. Kann ich schon mal sagen. Aber ich kann über die gesamte Weekend League sagen, das gesamte Team hat sich nicht gut spielen lassen. Punkt. So. Das gesamte Team hat sich nie wirklich geil spielen lassen. Trotzdem habe ich irgendwie am ersten Tag immer die Spiele irgendwie gewonnen. Vor allem da so eine Siegesserie gehabt, nachdem ich so Sieg-Niederlage hatte. Und dann bin ich in den Sonntag reingegangen mit einer Statistik von 14 zu 4. 14 zu 4 bin ich in den Sonntag gegangen. Und dann am Ende auf 17 zu 11 rauszukommen, selbst wenn das Team komplett scheiße ist, ist es einfach nicht normal. Und das fühlt sich dann irgendwann auch nicht mehr normal an. Und da fühlst du dich dann irgendwann auch nur verarscht, wenn du am Ende halt nur noch gefickt wirst und verarscht wirst. Also ich habe am Anfang Spiele gewonnen, wo ich nicht weiß, wie ich die gewonnen habe. Da bin ich ganz ehrlich, ich hatte auch einmal Glück. Einmal hat mich einer komplett auseinandergenommen und der hat anscheinend mal einen Disconnect kassiert oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da die Niederlage dann auch nicht bekommen, weil der scheinbar rausgeflogen ist. Also ich hatte viel Glück am Samstag und am Freitag, die paar Spiele, die ich am Freitag noch gemacht habe. Aber trotzdem, alles in allem ist es halt einfach, also keine Ahnung. Das Team war halt wirklich nicht geil. Ich kann den Großteil der Spieler nicht empfehlen, ein paar schon, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber keine Ahnung. Trotzdem finde ich das dann irgendwie am Ende zu schlecht. Jetzt auch die dritte Woche in Folge, nicht Gold 1, fuckt mich selber auch ein bisschen ab, aber ich finde das alles ein bisschen over. Also keine Ahnung, das Team war wirklich nicht gut, aber ich finde das auch, das Ergebnis ist schlechter, als es hätte sein müssen am Ende zumindest. Wobei ich halt zwischendurch besser dastand, als ich hätte stehen dürfen, muss man auch dazu sagen. Aber so, wenn nicht der Verlauf mit 14-4 gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich mit Gold 2 auch irgendwie klargekommen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber so ist es halt einfach bitter und keine Ahnung, fühlt sich scheiße an. Starten wir mal rein mit einem, der sich rehabilitieren konnte. Also ich muss wirklich sagen, Schmeichel, ich habe ihn jetzt mit Lauf gespielt, die gesamte Weekend League, und ich konnte eigentlich nichts Negatives über ihn sagen. Er hatte vielleicht ein, zwei Szenen mal bei, wo ich mir gedacht habe, ja okay, den hätte er vielleicht halten können, aber er hat auch so viele gute Spiele gehabt und so wenig Katastrophenszenen diese Weekend League, dass ich wirklich sagen muss, der hat sich rehabilitiert und jetzt, anhand dieser einen Weekend League, würde ich es nicht bereuen, den gemacht zu haben. Also da finde ich ihn wirklich, oder fand ich den jetzt wirklich gut, einen guten Keeper, kostet halt 500k, also ob man sich den kaufen muss, ist die andere Frage, wenn man halt die Sachen im Verein hat, so teuer ist er in der SBC glaube ich auch nicht, oder ich weiß gar nicht, wie viel er kostet und wie viel die SBC kostet, ist ja auch egal. Also er kostet auf jeden Fall nicht so krass viel und ich finde, dafür geht es halt fit. Wenn er halt so performt wie diese Weekend League, dann hast du einen soliden Keeper für den Rest des Spiels, den du da reinstellen kannst, wo es egal ist, zu wem er linkt so. Dementsprechend auch eine gute Größe noch mit sich bringt, eine gute Parade hat und vor allem die Abschläge sind wieder insane gewesen bei ihm. Eine Vorlage hatte, also die Abschläge waren wieder sehr geil und generell diese Weekend League hat er auch gut gehalten und sich gut präsentiert. Also diese Weekend League kann ich ihm nur Props aussprechen. Man muss halt gucken, die letzte war halt wirklich katastrophal, aber die war wirklich gut. Kommen wir zur Verteidigung und da haben wir erstmal auf der linken Seite den guten Ashley Cole Baby. Und ich muss sagen, der war okay. Er bekommt jetzt hier nur 5 von 10. Nee, doch. 5 von 10 ist halt okay. Wirklich. Also das ist halt wirklich Maßstab okay. Der kostet halt um die 200, 300, um die 300k. Was ein solider Preis ist. Ich meine, der ist halt schnell und mehr nicht. Und er hat eine gute Ausdauer. Das ist halt das, was ihm ausmacht. Er kann halt nicht wirklich nach vorne machen, trotz High Medium. Hat eine Vorlage durch eine Flanke, glaube ich, dann gekriegt. Aber ansonsten wirklich nach vorne keine guten Fähigkeiten in meinen Augen. Also ist wirklich einer, der die Linie vielleicht hoch und runter rennen kann und der halt die Linie auch dicht machen kann, aber mehr halt auch nicht. Ist ein solider Außenverteidiger, kostet halt 300k, aber ist halt okay, wie gesagt. Also ist nichts Besonderes in meinen Augen, ist aber okay und bekommt dementsprechend hier 5 von 10, was eine solide Wertung ist. Man hätte sich mehr erhoffen können, ist aber auch okay. Long kann ich im Endeffekt genau dasselbe sagen oder ähnliches sagen. Er hat ein Kopfballtor gemacht, das ist schon mal ganz positiv.
Ist nicht selbstverständlich. Hat er gut gemacht, die Szene. Er hätte sich auch öfter mal durchgesetzt, noch bei anderen Ecken, aber die sind dann halt nicht reingegangen. Wo es jetzt aber auch weniger an seiner Karte als am Spiel an sich liegt, würde ich behaupten. Long ist ein solider Endverteidiger, ist halt jetzt schon eine Weile draußen und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo er kam, war er halt noch einer der besseren Special-Karten in der IV wahrscheinlich. Jetzt zum Zeitpunkt ist er vielleicht ein bisschen outdated und hinter der Power-Curve, ist aber trotzdem solide. So, er ist okay, der macht den Job hinten, er ist angenehm schnell, hat ein solides Defending, ist okay auf jeden Fall, bringt eine gewisse Größe mit sich, eine Stärke und ein Tempo, was okay ist, wie gesagt. Also alles in allem ist er eine solide Innenverteidiger-Karte, mehr aber auch nicht. Mehr würde ich ihm auch nicht geben wollen. 5 von 10, auch hier wieder ist ein solides Ergebnis. Der Beste in der Abwehr, der ist jetzt am Start und das ist der gute Opara. Also der war halt wirklich mit Abstand der Beste in der Abwehr. Ist halt einfach schnell in der Innenverteidigung, hat einen guten Körper, eine gute Größe noch, eine gute Statur halt an sich. Also der ist auch wirklich sehr stark in den Zweikämpfen, ist wirklich schnell, also er fühlt sich auch schnell an mit dem Tempo, was er mit sich bringt. Also 92 Sprintgeschwindigkeit, Antritt habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber trotzdem die Sprintgeschwindigkeit merkt man auf jeden Fall. Hat eine wirklich gute Physis, auch wenn es nicht so draufsteht, er spielt sich auf jeden Fall so dementsprechend ganz gut. Solides Defending auch hier wieder am Start, 2 Tore hat er gemacht, ich glaube 2 Kopfballtore werden es dann auch gewesen sein, ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ja, ist der Beste von den Verteidigern gewesen und ist auch ein guter Verteidiger immer noch. Ich meine, er hat halt Tempo und ist halt die Hälfte der Miete schon geführt. So, also von daher ist es ein guter Innenverteidiger, der auch eine gewisse Größe noch mit sich bringt und dementsprechend auch eine solide Arbeit da hinten liefert. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Der Beste in der Abwehr, wie schon gesagt, und oh, war ganz okay. Bei Auro war es so, dass ich vielleicht sogar überlegt habe, ihm einen halben Stern noch mehr zu geben, aber ich muss im Endeffekt sagen, er hat halt nicht die Sachen, die ein Cole hat und das ist das Tempo. Also ein Cole ist halt immer deutlich schneller und dadurch halt ein bisschen besser. Ein Auro hingegen ist ein Außenverteidiger, den du auch easy mal mit nach vorne einbinden kannst. Ich meine, er hat 4 Vorlagen, also 3 mehr als Cole, ist jetzt auch nicht die Welt, aber ist halt schon doch mehr. Und es liegt ja halt einfach daran, weil er Forster Skills hat und ein gewisses Dribbling mit sich bringt, dass du den halt mal in der Offensive ein bisschen besser mit einbinden kannst als halt ein Cole. Ein Cole hat wiederum dafür ein besseres Tempo und so, muss man dazu sagen. Dementsprechend, finde ich, wiegen sie sich beide so ein bisschen auf. Auro ist auch ein bisschen schmächtig, muss man sagen. Er hat eine gute Ausdauer, auch hier wieder, kann man das schon mal anmerken. Aber er ist halt klein und nicht so körperstark, das ist halt auch nicht so geil. Aber man kann auf jeden Fall mit denen umgehen. Also ich meine, der sieht jetzt wirklich von den Werten auch nicht so krass aus und er ist jetzt auch nicht überkrass, aber er bringt halt das, also er liefert das ab, was du auf der Karte siehst, nämlich ein solides Tempo, solides Dribbling, du kannst mit nach vorne einbinden mit den Forster Skills, macht hinten gute Aufgaben mit dem Defending und so und alles in allem ist er halt solide und mehr nicht. So, Punkt. Ich würde sagen, da brauche ich jetzt auch nicht so viel mehr zu sagen. Ist eine solide Karte, kann man auf jeden Fall mal spielen, aber auch nothing too special. Dementsprechend hier die 5 von 10 auch, denke ich mal, gerechtfertigt. In der Zentrale kommen wir dann rein mit Guimarães, der auf jeden Fall auch seine Arbeit gut erledigt hat. Und ich kann wirklich nicht viel mehr zu ihm sagen. Also ich kann mich da wirklich nur bei ihm sehr kurz halten, denn er ist halt der Sechser gewesen, der Abräumer, der da hinten bleiben sollte. Und das hat er gemacht und da hat er auch seine Aufgabe gut erfüllt. Er war halt 0,0 auffällig. Also weder positiv noch krass negativ. Also weder krass positiv noch krass negativ ist er mir aufgefallen. Er war halt da, hat seine Sechserarbeit gemacht und das war's. Punkt. Also er hat ein Tor gemacht noch. Weiß ich gerade gar nicht wie. Ich glaube, das war mit dem Fuß und nicht mit dem Kopf. Also es war ganz okay, glaube ich sogar. Aber alles in allem ist da halt keine krasse Karte, die jetzt auffällt. Vielleicht auf der Doppel-6 nochmal ein bisschen auffälliger, weil du da nicht so 3 Achter hast, so wie hier, sondern halt 2 Sechser und dann einer vielleicht nochmal mit nach vorne arbeitet und dann ist er mehr gefordert. So, da kann man vielleicht sagen, aber alles in allem ist halt eine solide Karte. Ich denke, wer den mitgenommen hat, wird es nicht bereuen. Der ist gut zu linken und der spielt sich auch ganz gut. Und der war halt auch hier ganz in Ordnung, aber ja, wie gesagt, nichts Besonderes in meinen Augen. Hat halt 8 Vorlagen noch gemacht, was jetzt auch nicht so unüblich ist als Achter. Einfach mal ein Pass in die Spitze spielen und dann, ne, Tor. Aber er hat halt seine Defensivaufgaben hauptsächlich gelöst und das hat er gut gemacht und Punkt. Ja, Rafinha ist dann der Nächste im Bunde und der war wirklich, boah, ich fand ihn das letztes Mal schon nicht gut und er war wirklich, ja, es gab nach der Hälfte der Spiele oder so, war er der einzige Spieler in der Startelf, der noch keine Torbeteiligung hatte. Schmeichel hatte früher einen Assist und Cole auch als Rafinha. Er war der einzige Spieler, der am längsten ohne Torbeteiligung war und das als Achter.
als Achter, das musst du dir mal geben. Und dazu, also ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn wirklich nicht gut. Ich fand ihn das letzte Mal schon nicht gut und dieses Mal auch nicht. Und dieses Mal sogar noch schlechter, in meinen Augen. Er war mit Abstand schlechtester Spieler am Team. Punkt. So, es ist halt immer noch die Ausdauer. Die fehlt ihm einfach. Er ist ein Achter und er hat keine Ausdauer. Und selbst mit einem Upgrade würde er die nicht bekommen. Zumindest nicht genug, als dass es reichen würde. Und das macht es halt einfach... Er ist halt einfach nicht spielbar. Er ist halt einfach, also er ist schon spielbar, so, das wäre jetzt auch übertrieben. Man kann ihn schon spielen, aber ich finde ihn persönlich halt einfach nicht gut. Das, was ihn auszeichnet, bringt er nicht so krass auf den Platz. Das ist das Dribbling und das Passspiel. Das ist okay, das kann man auch mal einsetzen. Aber mit der Ausdauer ist er halt nach 60 Minuten tot. So, und da kannst du da auch nichts mehr mit ihm anfangen als Achter. So, und das ist dann halt unnütz und dann ist er halt vom Feld und dann fällt er nicht mehr auf und dann hat er keine Chance mehr, sich zu zeigen, etc. Und das kommt halt alles miteinander einher. Ja, ich finde ihn halt einfach nicht gut. Ich meine, er kostet halt auch quasi gar nichts und das bringt halt auch einen Platz. So gefühlt auf jeden Fall. Was hingegen deutlich besser ist oder wer hingegen deutlich besser war und sich fast den MVP geschnappt hätte, war der gute Paulinho. Paulinho war wirklich sehr geil. Für mich sogar noch ein Ticken besser auf jeden Fall als Guimarães, aber so detailliert kann ich jetzt hier nicht reingehen, weil Guimarães war halt auch schon. So eine 8 von 10 würde ich Guimarães auch schon geben und Paulinho würde ich keine 9 von 10 geben, aber auch eine 8 von 10. Aber trotzdem war er halt ein Ticken besser auf diesem Bereich. So, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen, so Tierlist-Style ist er in der zweiten Tier von oben meinetwegen oder in der dritten Tier von oben. Aber nochmal in der Tier an sich höher als Guimarães, so als Beispiel. Whatever, ich meine, er ist auch ein bisschen offensiverer Achter gewesen natürlich und dementsprechend ist er auch sowieso mehr aufgefallen. Hat er 17 Torbeteiligungen, also 8 Tore, 9 Vorlagen, das ist halt echt viel für einen Achter. 8 Tore, das ist schon nicht schlecht. Der war halt wirklich auch gut. Also wenn er ein 16er war, der hat ein richtig gutes Finishing, das sieht man ja auch, 86, das ist wirklich stark für eine Achterkarte. Forster, high work rates. Stamina von 94, der rennt dir das ganze Spiel auf und ab und der macht die Arbeit wirklich ideal. Wirklich einer der geilsten Achter, die ich seit langem gespielt habe und die ich generell in diesem Spiel gespielt habe. Der hat mir wirklich so sehr gut gefallen. Kann ich nur weiterempfehlen, den mal auszuprobieren, wenn man den irgendwie linken kann. Ich meine, deshalb Brasilianer, da geht es halt eigentlich relativ einfach, aber in der Liga an sich gibt es halt nicht so viele geile Optionen. Vielleicht noch Oscar. Ich kann jetzt Talisca auch nicht wirklich empfehlen, das kann ich schon mal spoilern, aber trotzdem. Paulinho war einfach geil. Der kostet halt auch 60k, 50k oder so, also ist auch quasi gar nichts. Der ist ja relativ früh schon gekommen im Spiel und der lässt sich wirklich, also ist, der ist der perfekte Achter in dem Spiel, würde ich fast behaupten. Also er bringt wirklich alles mit, auch wenn da nur 74 Tempo draufsteht, das ist wirklich ausreichend in meinen Augen. Physis ist sehr gut und alles andere, er ist überall über 80 sonst auch, außer beim Tempo halt. Und auch das reicht dann auch, finde ich. Und Forster noch dazu, high, eine sehr gute Ausdauer, eine solide Größe. Bringt halt eigentlich alles mit, was man für die Achterposition braucht und das hat er auch auf den Platz gebracht und da war er wirklich einer der besten Spieler auf dem Feld über die gesamte Weekend League. Kommen wir dann zum 10er, zumindest dem, der die ganze Zeit oder die meiste Zeit 10er gespielt hat und das ist der gute, den ich schon gespoilert habe, Talisca. Ja, der, ich meine, muss halt sagen, ich finde die Werte sehen sogar noch immer ganz gut aus, wenn man überlegt, dass der relativ zum Anfang rausgekommen ist, hat er immer noch solide Werte, würde ich behaupten. Aber der ist halt einfach, also vor allem auf der 10 dann auch, der hat ja im Sturm gespielt, lol, ich bin auch so lost, Alter. Wir reden jetzt über Talisca, komm, ich war jetzt dabei, dann reden wir jetzt über Talisca. Er hat die meiste Zeit im Sturm gespielt und da ist er auf jeden Fall auch besser aufgehoben als auf der 10, weil ich meine, er hat zwar eine Beweglichkeit von 90, aber mit der Größe von 1,90 bringt er die halt 0,0 auf dem Feld. So, das muss man halt sich bewusst werden oder sich klar sein. Er hat auch Forster ist auf jeden Fall ganz nice, er hat den rechten Fuß auch wirklich ganz gut genutzt, er hat auch 24 Buden dann gemacht am Ende als Stürmer, das war wirklich ganz nice, also der hat auch wirklich gut genetzt, wenn er mal in Schussposition kommt oder wenn er mal einen Curve-Shot auspackt, was ja seine Spezialität ist, wie man da sieht, Curve, Longshots, dann haut er die auch schon ganz gut rein, also es war auch wirklich ganz gut, was er da gemacht hat. Ich meine, Longshots ist halt das Problem, dass die dieses Jahr relativ scheiße sind, darauf bezogen, dass halt viele Autoblocks einfach, ja, die Longshots zerstören. Ja, dementsprechend kannst du nicht so viele krasse Longshots raushauen, also es geht schon, aber jetzt nicht en masse so wie in den letzten Jahren, was halt ein bisschen schade ist, weil so eine Spieler dann halt nicht so wirklich zur Geltung kommen, aber alles in allem muss man jetzt schon sagen, dass er halt wirklich nicht mehr so stark ist. Ich meine, das Tempo, das fühlt man in meinen Augen auch nicht so wirklich, also 87, weiß ich nicht, ob ich das gefühlt habe, keine Ahnung. Die Größe nimmt halt vieles weg, die Größe nimmt halt die Beweglichkeit weg, die Größe nimmt das Tempo weg.
Und auch das Dribbling so ein bisschen, finde ich. Also man konnte sich jetzt auch nicht so geil mit ihm durchdribbeln. Er hat halt so lange Beine und legt sich den Beinen gefühlt so weit vor, dass er dann auch manchmal nicht mehr rankommt. Beziehungsweise die Tacklings irgendwie einfacher durchgehen, habe ich das Gefühl. Und dann weiß ich nicht. Also ich fand ihn halt wirklich leider einfach nicht gut. Ich hätte es mir gewünscht, weil ich mag, wenn solche underrateden Spieler oder Spieler unterm Radar mal ein bisschen besser durchkommen. Aber keine Ahnung, das war halt leider nicht der Fall hier. Kann ich zumindest nicht bestätigen. Ja, wie gesagt, also ich fand ihn jetzt nicht so gut als Stürmer, deutlich besser als ZOM, das auf jeden Fall. Aber alles in allem halt leider nicht so eine geile Karte, dass man sich die jetzt immer noch reinstellen könnte. Von den Werten her sieht zwar so ein bisschen so aus, weil halt wirklich gute Werte stehen auf der Karte, aber wenn man die vielleicht auch besser einsetzen kann, so, das muss man ja auch mal dazu sagen, ich bin ja jetzt hier kein E-Sportler oder sonst irgendwas, ich bin ein Gold 1 Schwitzer, im Moment muss ich da hinschwitzen mal wieder, weil ich bin jetzt schon, also ich würde von mir selber behaupten, ich bin ein durchschnittlicher Gold 1 Spieler. Ist ja problematisch, dass ich jetzt die letzten drei Wochen nicht mehr Gold 1 geholt habe. Das ist ein bisschen bitter. Aber ich habe die meiste Zeit halt Gold 1 geholt in FIFA 21. Dementsprechend bin ich ein solider Spieler. So ein durchschnittlicher Spieler. Und ja, da muss man halt gucken. Ein etwas besserer Spieler wird mit dem halt auch besser klarkommen, würde ich damit sagen einfach. Ja, alles in allem schon okay. Hab mich nicht wirklich enttäuscht, weil ich jetzt nicht die krassesten Erwartungen an ihm hatte. Dafür enttäuscht hat mich aber Thomas Müller, das muss ich wirklich sagen. Also, keine Ahnung. Ich meine, er hat 21 Tore, 19 Vorlagen. Das ist halt auch als Zehner am Ende wirklich nicht die Welt. Wenn du überlegst, dass die beiden Stürmer mindestens genauso viele Scorer haben, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube sogar mehr. Das ist halt schon enttäuschend. Und ich muss auch zum Teil sagen, also ich meine, er hat halt 90 Finishing und weiß ich für Longshot-Werte und alles drum und dran. Und auch das Positioning und so, keine Ahnung. Aber der Schuss hat mich so oft so enttäuscht. Er haut halt in manchen Spielen Dinger rein, die werdet ihr auch sehen. Die sind insane, so, wo du dir denkst, oha, das war wirklich ein krasses Finish. Ah, dann haut er in den anderen Spielen, also das ist halt wirklich so eine schwankende Leistung, dann haut er halt einfach die Bälle so lasch aufs Tor und so schlecht und unplatziert, dass der Keeper die halt hält, obwohl er die aus der Position gefühlt easy machen müsste. Und das ist halt das Problem, der ist halt einfach 0,0 konstant. Die Forster Skills, die er hat, die haben ihm auch gar nichts gebracht, weil ich finde, das Dribbling ist halt echt nicht geil dazu. Also der ist halt so unbeweglich auch und die Größe und so. Also es bringt halt 0,0 aufs Feld, das Dribbling. Also es hilft einem wirklich gar nicht und ich fand das wirklich alles in allem eine sehr enttäuschende Karte, das kann ich halt einfach so sagen. Also ich meine, ich bin halt Dortmund-Fan, da kann man sagen, du redest nicht schlecht, wenn du Dortmund-Fan bist und den ich mag. Ich mag ihn auch nicht in Real Life, muss ich dazu sagen, aber ich kann ja trotzdem Karten Anerkennung geben, wenn die halt gut sind und da war er halt einfach nicht gut. So, ich mochte auch Ribéry nicht und ich habe Ribéry trotzdem eine starke Note gegeben, so als Beispiel. Und Thomas Müller fand ich wirklich nicht gut, also keine Ahnung. Im Nachhinein, der hat halt ein bisschen was gekostet, bereue ich es ein bisschen, den gemacht zu haben. Ich überlege, ob ich den in der SBC balle, das wäre aber auch ein bisschen wasted, wenn man ehrlich ist. Ich meine, Müller mit Forster Skills, vielleicht gebe ich ihm nochmal die Chance irgendwie als Achter oder so, aber eigentlich hat er dafür auch nicht die Werte. Ich weiß es halt nicht, ich fand ihn halt wirklich nicht so geil. Er hat zwar geile Tore zum Teil gemacht, glaube ich, also auf jeden Fall ganz gute Tore hat er gemacht, ein paar werdet ihr ja sehen. Aber er war halt einfach zu unkonstant und man, also er war halt einfach auch nicht schnell, also das Tempo hat man, finde ich, null gefühlt. Er war halt unbeweglich wie Sau. Der Schuss war viel zu unkonstant und der war halt einfach nicht gut. So, Punkt. Forster Skills hat er zwar, aber die bringen ihm nicht wirklich viel. Forster Weakfoot war okay. Ja, war okay auf jeden Fall der Weakfoot, aber ich weiß nicht. Alles in allem fand ich den jetzt echt leider nicht so geil. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, da bin ich ehrlich, weil er wirklich schon von den Werten her gut aussieht und von Forster Skills und Thomas Müller, also vor allem auch mit guten Werten eigentlich ein Thomas Müller, weil er ja sonst nicht so spielbar ist auf der normalen Karte, ist halt schon ein bisschen schade, wenn man ehrlich ist, aber naja, gut. Was willst du halt machen? Ist halt so, kommen wir zum MVP und das war der gute Serge Gnabry. Hätte ich mir aber auch erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also Gnabry ist ja der in der Offensive, der am ehesten zur Meta passt oder der am ehesten spielbar aussieht auch. Und er hat sich halt auch so gezeigt. Also ich meine, der ist ja auch schon jetzt eine Weile draußen, aber ich finde, der hat auch immer noch Werte, die sehr, sehr gut aussehen. Und die bringt auch sehr, sehr gut auf den Platz in meinen Augen. Forster Skills, Forster Weakfoot, 88 Tempo, also ein solid, sehr gutes Tempo, ein gutes Dribbling, einen sehr guten Schuss, einen guten Passwert. Ein perfekter Stürmer in meinen Augen, hat er auch hier gut abgeliefert. 27 Tore ist jetzt zwar auch nicht die Welt, wenn man ehrlich ist, aber er hat halt, also die alle drei da vorne haben halt relativ ähnlich gescored, das muss man halt auch nochmal anmerken. Das ist jetzt auch nicht so häufig der Fall, aber war jetzt in dem Fall halt der Fall, oder in dieser Weekend League halt der Fall. Aber er war halt schon mit Abstand der Beste. Ja, wenn es halt mal scheiße lief, er ist auch der von den dreien da vorne, die am längsten, also der immer durchgespielt hat. Ich habe immer Talisca, Müller und Rafinha ausgewechselt. Für Mbappé, Rashford und Rooney. Rooney dann in ZM, Mbappé auf die 10 und Rashford in Sturm.
Und Gnabry ist halt immer der drauf geblieben ist, weil er halt auch einfach der ist, der sich am ehesten noch spielen lässt. Der hat ein gutes Tempo, einen sehr guten Schuss auch in meinen Augen. Er hat viele Dinger nice reingehauen. Er lässt sich halt einfach am besten spielen von den dreien da vorne. Da sind wir uns, denke ich mal, einig, weil er halt auch einfach nicht so groß ist wie die beiden anderen und deutlich beweglicher dementsprechend auch ist und einfach die besseren Dribblingwerte auch hat, besser dafür ausgelegt ist zu dribbeln und auch der Schuss wirklich gut ist, muss ich sagen. Also er hat auch wirklich ganz gute Dinge reingehauen. Zuweilen auch ein bisschen unkonstant, aber nicht so unkonstant wie Müller, muss ich sagen. Also der war auf jeden Fall konstanter und besser in meinen Augen auch. Und ich hatte, glaube ich, auch die meisten Tore jetzt erzielt. Ne? Gnabry ist der mit den meisten Toren. 3 Tore mehr als Talisca und 3 mehr als Müller. Talisca hatte nochmal 3 mehr als Müller. Also die nehmen sich alle nicht viel von den Scorern. Trotzdem war Gnabry in meinen Augen der Beste, der Stärkste und der sich am besten hat spielen lassen. Aber auf jeden Fall ein guter Spieler in der Weekend League oder der beste Spieler mit Paulinho in der Weekend League. Aber das Team alles in allem kann ich halt nicht wirklich empfehlen. Das hat sich leider nicht so geil spielen lassen, wie gesagt. Ich habe mich selber gewundert, wie es zum Teil 14-4 oder so stehen konnte. Das habe ich 0,0 verstanden. Ich habe es mitgenommen, aber dann 0,0 verstanden. Und das hat sich ja dann am Ende auch gezeigt, als es sich auf Gold 2 eingepegelt hat, dass das Team jetzt nicht die Welt ist. Also keine Ahnung. Es war jetzt nicht das geilste Team. Viele Spieler haben mich ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen gehabt, keine Ahnung. Aber alles in allem war es halt eine durchwachsene Weekend League mit ein, zwei kleineren Lichtblicken, aber mehr auch nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.